Gute YouTube, mein Name ist Steven und wir bauen zum zweiten Mal unseren alten Transporter zu einem Campervan um. Aber um diesen Campervan soll es jetzt gar nicht gehen. Meine beste Freundin Linda und ich sind mal wieder bei SCA Service in Königsbronn. Da hinten steht Lindas Multivan. Wir haben ja den alten Transporter. Linda bekommt das 290er Dach von SCA drauf. Wenn ihr aufgepasst habt in den letzten Videos, wisst ihr, dass wir das 190er Dach haben. Das heißt, wir haben das Einsteigerdach, Linda bekommt das Premiumdach. Und um die Unterschiede zwischen diesen beiden Dächern soll es in diesem Video gehen. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Bis gleich. Vorweg, wenn euch interessiert, wie man so ein Dach auf seinem Fahrzeug installiert, dann schaut euch mal bitte dieses Video hier oben an. Da haben wir einmal eindrücklich dokumentiert, wie viel Arbeit dahinter steckt, eins aufs Dach zu bekommen. In diesem Video geht es darum, wie wir die erste Nacht in unserem Dach verbracht haben. Schaut da doch mal rein. Dann seid ihr auf dem aktuellsten Stand. Auf der Webseite von SCA, das blende ich hier unten mal ein, findet ihr als PDF auch hier eine schöne Übersicht über die Dächer, die die haben. Die gibt es natürlich nicht nur für die VW T4, T5, T6 Modelle, sondern auch für Ford, für die größeren Fahrzeuge Ducato, Citroën, für den Crafter und so weiter. Auch die Infos, ob ein passendes Dach für euer Fahrzeug dabei ist, findet ihr bei SCA auf der Seite. Aber worauf ich hinaus will, ist auf diese Broschüre. Die gibt es komfortabel als PDF, auch für euer Handy zum Runterladen. Schaut da mal drauf, da könnt ihr euch dann schon mal einen Eindruck verschaffen, was für eine Art Dächer es gibt. Bei uns geht es jetzt speziell um das Premium-Dach und um das Einsteigerdach und wo da die Unterschiede liegen. Und dafür fragen wir doch mal den Marc, der ist hier Werkstattleiter, ob es zu Beginn beim Einbau schon mal einen Unterschied gibt oder ob sich Dächer identisch einbauen lassen. Der Unterschied beim Einbau vom SCA 190 zum SCA 290 ist hauptsächlich der Unterschied vom Verstärkungsrahmen. Beim SCA 190 haben wir einen separaten Verstärkungsrahmen, beim SCA 290 ist der Verstärkungsrahmen schon integriert. Beim Dachaufbau vom SCA 290 haben wir dadurch eine andere Vorgehensweise beim Einbau. Die ist im Endeffekt ein bisschen einfacher, was aber nicht heißt, dass es schneller geht. Es erleichtert uns nur ein paar Vorgänge, die beim SCA 190 notwendig sind. Zurück aus Königsbronn bei uns in der Eifel. Hinter uns oder hinter mir steht Lindas schöner Multivan mit dem 290er Dach. Daneben ist mein VW-Bus mit dem 190er Dach. Wir schauen uns mal so ein bisschen die Unterschiede an. Wenn ihr mehr zu dem 190er wissen wollt, klickt mal hier oben auf das Video. Da haben wir den Einbau dokumentiert und auch das Dach im Nachhinein noch mal genau erklärt. Es ist ja nicht nur ein preislicher Unterschied, sondern natürlich auch ein Unterschied im Komfort. Das gucken wir uns mal an. Abgesehen davon, dass das Dach noch total lecker nach frischem Kleber riecht, ist als erstes sehr auffällig, dass das Dach selber keine Sicken hat. Mein 190er Dach hat noch Sicken, das sind keine Designelemente, sondern hat Stabilitätsgründe. Und das ist auch jetzt eine neue Entwicklung von SCA, die das Dach so verstärkt verbauen können oder bauen können, dass das Dach keine Sicken mehr nötig hat. Vorteil daran ist, es bilden sich keine Schmutzwasserpfützen und dadurch habt ihr auch weniger Dreck auf dem Dach. Schaut mal.
Was mir bei dem Einbau schon aufgefallen ist, ist, dass das 290er Dach eine komplette Einheit ist. Das heißt, der Verstärkungsrahmen, das Dach selber und der Spoiler sind ein Element, was den Einbau natürlich wesentlich einfacher macht. Ihr habt selbst gesehen, das Dach trägt jetzt nicht mehr auf, also es ist jetzt nicht zwingend viel höher als das andere Dach, bietet aber wesentlich mehr Komfort und das sieht man auch innen am Himmel. Der Himmel selbst ist luftdurchlässig, das ist ein Gewebe, darunter fühlt man dann auch schon den Lattenrost und aufbauend auf den Lattenrost sind dann nochmal Tellerfedern gesetzt. Beim 190er Dach ist es tatsächlich nur ein Brett, wo eine Matratze drauf liegt. Wow, das ist rot. Bei dem 290er gibt es eine Durchstiegsabdeckung, die man abnimmt. Beim 190er hat man quasi ein Brett, was man zu- oder aufschieben kann. Das ist die Verriegelung von dem 290er. Hier gibt es eine Sicherheitsschnalle, die löst man einfach. Dann hat man hier einen Hebel, der nochmal durch einen roten, ich hoffe ihr seht den, Schutzschalter gesichert ist. Den Schutzschalter quasi nach oben heben hier und den Riegel nach unten klappen, dann floppt hier auch die Verriegelung raus, die einfach nach hinten ziehen und das Dach ist entriegelt. Sind beide Seiten entriegelt, kann man das Dach mit Hilfe dieses Bügels einfach nach oben machen. Ist das Dach einmal aufgestellt, habt ihr natürlich Stehhöhe auch für größere Leute hier im Innenbereich. Es ist wirklich unglaublich komfortabel. Auch ein schönes Raumklima hier oben. Und jetzt muss ich euch mal diesen fantastische Panoramafunktion zeigen. Und zwar habt ihr hier zwei Reißverschlüsse. Und jetzt könnt ihr das Ganze hochklappen. Das ist wirklich krass. Also ich sitze jetzt hier oben auf dem Dach. Der Zeltstoff hält per Klettband quasi direkt an der Decke und ich habe eine wunderbare Aussicht vorne aus dem Auto raus. Jetzt kann ich euch auch mal die Matratze zeigen. Die ist tatsächlich ein ganz kleines bisschen dünner, zumindest gefühlt, im Vergleich zum 190er. Aber ihr habt sogenannte Tellerfedern, die einzeln schwingend sind und die sind dann sogar nochmal auf dem Lattenrost selber befestigt, also quasi doppelter Komfort. Thema Belüftung beim Schlafen ist gerade in heißen Sommernächten super wichtig. Ich habe euch eben schon die Panoramafunktion gezeigt. Der Clou an der Sache ist, dass die Panoramafunktion, die geht auch mit einem Meshgewebe, das heißt mit einem Moskitonetz und das zeige ich euch jetzt. Taghell hier drin macht es natürlich auch angenehm, wenn ihr tagsüber hier unten im Auto seid, wenn ihr kocht zum Beispiel, obwohl man das bei schönem Wetter eigentlich draußen machen sollte, wenn ihr hier sitzt zum Lesen, weil ihr Schatten sucht, macht hinten die Hecktüren oder Heckklappen auf und es zieht immer ein super schönes Lüftchen durch das Fahrzeug und kühlt so die Temperatur ein bisschen runter. Ich finde es einfach großartig. Was die wenigsten wissen, selbst diejenigen, die schon lange ein SCA-Aufstelldach haben, es gibt hier oben immer so eine Art Notbelüftung. Seht ihr das? Es ist ein relativ schmaler Schlitz mit einem Moskitonetz und der ist so weit oben, dass er auch bei Regen recht gut geschützt ist. Ist tatsächlich ein Clou. Sollte draußen es mal schütten wie aus Eimern, könnt ihr das zur Not immer noch aufmachen. Auf der Beifahrerseite gibt es dann noch ein kleines Fenster. Das ist nicht mit Mesh, also tatsächlich mit Kunststoff beschichtet, um einfach auch bei schlechtem Wetter mal ein bisschen Sonnenlicht reinzulassen. Auf der linken Seite gibt es in dem Fall kein kleines Fenster, auch wenn da noch ein bisschen Platz gewesen wäre. Was beim 290er wirklich auffällig ist, sind die hohen Scheren und die zusätzlichen Dämpfer. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, auch mal andersrum in dem Fahrzeug zu schlafen. Eigentlich ist das ja hier der Fußbereich, aber sollte das Fahrzeug nachts mal schräg stehen, könnt ihr euch einfach umdrehen, ohne dass ihr Platzangst bekommt. Da habt ihr in dem 190er doch wesentlich weniger Platz. Ich hoffe, ihr konntet mit dem kleinen Einblick und der kleinen Übersicht von dem 290er Dach etwas anfangen. Jetzt noch mal ganz kurz zu den Preisen. Mein Einsteigerdach
Das 190er liegt aktuell bei 7.300 Euro. Lindners 290er Premium-Dach liegt ungefähr bei 8.865 Euro. Ich muss das gerade ablesen. Ob sich der Einbau oder das Upgrade auf das größere Dach lohnt? Ich sag ja. Ihr habt in dem 290er Dach Tellerfedern, ein Lattenrost, ein riesen Moskitonetz. Das alleine einzuarbeiten ist schon eine ganz schöne Wucht. Und ihr habt einfach auch die modernere Technik. Also was mich bei dem 190er minimal stört, ist, dass diese Sicken auf dem Dach sind und bei Regen natürlich sich das Wasser sammelt und jedes Mal, wenn du losfährst, läuft dir die Soße einfach vom Auto runter. Also sollte man gut kalkulieren und drüber nachdenken, ob sich das Update lohnt. Beide Dächer kann man für knapp 1000 Euro in Wunsch, also auch in Fahrzeugfarbe, lackieren lassen. In Linders Fall, die hatte ja den Multivan oder hat den Multivan mit Klimahimmel, kostet das Umrüsten oder das Zurückbauen des Klimahimmels und das Anpassen des Himmels auf den neuen Dachausschnitt dann auch nochmal um die 760 Euro. Lasst doch gerne mal ein Like da und jetzt kommt's vor allem, kommentiert mal bitte eure Fragen unter das Video. SCA liest mit, ich werde die Fragen auch an die weiterschicken und wir werden in naher Zukunft entweder hier auf dem Kanal oder auf unserem Instagram-Kanal eure Fragen durch die SCA-Mitarbeiter beantworten lassen. Dazu könnt ihr entweder Kommentare schreiben oder uns auch gerne mal ein Handyvideo schicken an unsere E-Mail-Adresse und wir werden die Fragen gemeinsam mit SCA beantworten. Lasst uns also gerne ein Like da, einen Kommentar da und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo von euch, denn euch tut's nicht weh, uns hilft's ganz schön weiter. Bis dahin, bleibt gesund, vielen Dank fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.